Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen Call of Duty Ghosts im Multiplayer und zwar Waffenspiel, weil wir es so lieben. Tralalalala. Und ich wollte mal wieder gewinnen. Hab ich mir mal überlegt. Jetzt treffe ich natürlich wieder keinen. Wo sind denn alle? Okay. Konzentration. Ihr kennt das Spiel. Treff nur wieder keinen und alle kriegen ihre neuen Waffen, nur ich nicht. Alle haben zu Weihnachten was bekommen. Nur der kleine Fischkopf hat nur trockenes altes Brot gekriegt. Warum ist das so? Lass uns mal darüber reden. Wo sind denn alle? Wieso? Was ist denn? Wo? Wieso denn? Wo sind denn da hinten? Da ist Action. Oh, hat er mich gesehen? Bitte, 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 yes! Okay, Shotgun, das ist jetzt ein kleines Problem. Aber wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Oh, oh, yes! Okay, ab jetzt. Oh, die Ripper. Die Ripper ist mit im Cycle. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Zack, oh. Oh, yes, yes. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Das war knapp und das war ein oh, shit. Die auch noch kriegen sollen. Das war auch eigentlich nur Glück, weil der andere Typ anscheinend nicht so richtig wach war. Vielleicht hat er noch geschlafen. Es ist ja auch noch früh. Ah, das ist meiner. Das ist nicht meiner. Das ist meiner? Nee, auch nicht meiner. Oh, da war noch einer. Ah, den haben wir gekriegt. Ah, ja, 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 ja. Das war eine Burstwaffe. Dass ich mir das auch nicht merken kann, ne? Das könnte man sich ja eigentlich mal merken. Man könnte sich ja auch noch mal eine Liste machen. Mit so Bildern daneben, ne? Könnte ich eigentlich mal so eine Sparte machen in meinem Tagebuch. Liebes Tagebuch. Heute lernen wir zusammen die Waffen bei Call of Duty. Ey! Ich habe ja wohl noch mehrfach reingeschossen. Aber nein, das gilt hier nicht. Das zählt nicht. Die feinen Herrschaften. Yes. Okay, wie steht's eigentlich? 8-9. Finde ich gut. Ist hier noch einer irgendwo? Oh, 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 das war knapp, das war knapp, das war knapp. Ah, Granatwerfer und wo ist er? Ich will doch immer. Ah. Nee! Nee! Also, für mein Verständnis ist die Granate nah genug und den Menschen da gerade explodiert, aber die Menschen heutzutage sind ja viel, viel krasser als früher. Den messern wir jetzt. Oh, oder nicht, oder nicht. Noch besser. So ist noch besser. Können wir das abmachen? Nee. Scheiße. Ah, ich kann mit dem Ding nicht arbeiten. Ich gebe die Schuld dem Visier. Das Visier ist immer schuld. Das ist ein altes Sprichwort. Oh oh. So Leute, jetzt haben wir auch genug gelacht. Ne? Eigentlich gar nicht, weil es war jetzt nicht witzig. Aber ich wollte nochmal ein ganz ernstes Thema ansprechen. Oh. Das auch wirklich überhaupt nicht witzig ist. Und zwar handelt es sich dabei um die Ukraine-Krise, Freunde. Ihr habt es alle gehört im Radio, im Fernsehen. Da geht gerade einiges ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Denn wenn wir nicht aufpassen, und damit meine ich die Politiker, dann könnte das Ganze eskalieren. Und eskalieren, damit meine ich richtig so eine Art Dritter Weltkrieg. Ich meine, hey, wie fangen so Kriege an? Genau durch sowas. Genau mit sowas. Ey, ihr habt doch alle gar nicht. Und dann habt ihr doch. Und dann flogen da Flugzeuge von euch. Dann mussten wir halt schießen. Und wie gesagt, überhaupt nicht witzig, den habe ich ins Knie geschossen. Und jetzt ganz woanders hin. Genau, also das ist ein Thema, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, weil, wie gesagt, ne, nicht aufgepasst. Zack, zack, befinden wir uns wieder im Krieg. Und wir sitzen hier, weißt du, und zocken so Schießspiele und freuen uns dabei, so, hey, ich bin Erster oder, hey, scheiße, ich bin Dritter. Und wenn das so weitergeht, wie gesagt, dann, oh, ach, shit. Dann haben wir hier nicht mehr, so ein Computerspiele-Spaß, und dann müssen wir uns überlegen, wie das hier alles weitergeht. Ich meine, auch ein wichtiges Thema, Russland ist ja ein ganz, ganz großer Gaslieferant nach Europa, ne? Also die geben uns ganz viel Energie. Und wenn dann auf einmal so eine Kriegsgeschichte da losgeht, dann sagt Russland natürlich... Und wer weiß, was dann hier los ist, ja? Energiepreise und so. Ich meine, es ist noch nicht mal...
nicht mal nur das Thema Krieg und wer schießt da jetzt mit, wer muss dann da jetzt mit an die Front und so? Gibt's heutzutage, was ist denn die moderne Front? Ja, wird das irgendwie, wie wird das gemacht? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, Leute. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich dachte eigentlich, dass wir in der Moderne leben, wo wir eigentlich so, ja, ich sag mal, fortgeschritten sind, dass wir nicht mehr Kriege führen müssen. Ja, aber anscheinend ist dem nicht so. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht genug informiert über diese Krise. Es geht ja um die russischen Minderheiten in der Ukraine und Putin behauptet, er möchte diese schützen. Und ja, und die Ukraine hat ja ihre eigenen Probleme, eigenen in Anführungszeichen, weil es sind ja alle da betroffen, mit ihrer Regierungsbildung und so. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich müsste mich eigentlich mal reinlesen, bevor ich da überhaupt eine Meinung zu bilden kann oder mir selber irgendwie behaupten kann, was ich meine, was man da machen könnte. Deswegen sage ich dazu nichts. Ich habe nur Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, das sollten wir auch alle haben. Und alle sollten da jetzt noch ein bisschen mit aufpassen. Und eigentlich sollte man sich da auch ein bisschen informieren. Das werde ich jetzt zum Beispiel tun. Die Tage. Einfach mal, um überhaupt zu wissen, wovor wir da Angst haben. Was ist jetzt los? Heute ist, also bei euch ist das jetzt schon eine Woche her oder so. Aber bei mir ist gerade der Donnerstag, an dem in Genf die Gespräche gerade laufen. Zwischen Russland und den, ich nenne es jetzt mal die Westmächte, um das Ganze noch mal ein bisschen brisanter zu formulieren. Und das wird spannend, was da jetzt bei rauskommt. Ich bin sehr... Oh, yes. Okay, und dann lassen wir das jetzt auch mal wieder... Tun wir dieses ernste Thema wieder mal beiseite, weil ich, das macht mir... Das, also... ich finde das nicht schön. Nicht, dass man nicht schöne Sachen einfach beiseite tun sollte. So ist es ja nicht. Aber es ist ja hier nur... Ich wollte es ja nur mal angesprochen haben. Für die Leute unter euch, die sich, darüber nicht bewusst sind, was da jetzt eigentlich gerade abgeht. Und jetzt können wir auch wieder schießen und uns aufregen, dass Leute hier cheaten. Was wir uns wahrscheinlich einbilden. So, ich habe eine komische Shotgun, die auf die Entfernung nicht wirkt. Und dann musste ich nachladen und war tot. Er hatte die gleiche Waffe. Wir können doch alles holen. 1 zu 2, 1 zu 2, 1 zu 2, 1 zu 2. Oh. Kriegen wir den auf die Entfernung? Yes. Okay, und ab jetzt geht das Spiel los. Ihr wisst, immer wenn wir über die Shotgun hinaus sind, dann kann es hier losgehen. Da ist einer hochgelaufen. Ich weiß nicht, Slide to Win, ob wir den noch kriegen. Der ist wahrscheinlich schon weit, weit weg. Oh. Okay. Das üben wir nochmal. Das üben wir noch. Oh, da war einer. Hier ist irgendwo Action. Die sind beide tot? Haben die sich gegenseitig getötet? Alter! Okay, das war sehr schlecht von mir. Sehr, 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 sehr schlecht von mir. Kein Problem. Das holen wir wieder ein. 3 zu 5. 3 zu 5. Wo ist die Aktion? Où est de la Aktion? Und tout son tegu? Ja, oui, oui. Komm schon, Digga, komm schon. Ich hab dich doch gesehen. Wo versteckst du dich? La, la, la. Alter! Das war knapp. Das war knapp! Oh, das war nicht so knapp. Das war sehr gut. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Holt euch eure Kugeln bei mir ab. Ach, scheiße, was war das denn für eine komische Waffe? Ach, das ist eine DMR. Ich hab's immer noch nicht drauf. Dabei hat mir das doch mal einer in den Kommentaren erklärt. So richtig mit dem langen... Oh, yes. Wo war der jetzt? Yes, 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 yes. 7 zu 10. Da kann man Sachen mitmachen. Ah, shit, nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst. Ich muss mehr aufpassen. Aufpassen, sollte nach ganz oben rücken auf meiner Liste. So zum Beispiel. So, und jetzt? Nur nicht sterben, hier rüber gehen. Immer noch nicht sterben. Und jetzt könnte mal jemand kommen. Hallo? 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 Aua, shit! Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Wo kam der denn her? Aus dem Nichts. Oh, oh, what? Spielen die im Team? Was machen die denn? Okay, das war jetzt... Naja, unfair war es nicht. Ich meine, er hat sich nicht umgeguckt. Man muss sich umgucken. Man muss immer wissen, was vor und hinter einem geschieht. Auch links und rechts. Oh, habe ich ihn getroffen? Ich glaube, ich habe ihn getroffen, aber nicht getötet. Ich muss auf der Anhöhe... Erstmal. Sowas. Und jetzt,
brauche ich einen Feind. Au, 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 au. Oh, hockt er da im Busch oder was? Den holen wir uns jetzt. Pass auf. Oh, daneben, ne? Ja, mit dem Raketenwerfer. Der Raketenwerfer und ich, wir sind nicht die besten Freunde. 9 zu 14, das wird wohl nichts mehr. Hallo? Oh, ich glaube, wir haben ihn nicht getroffen. Lad mal nach, bitte. Ah, okay. So viel dazu. Aber es war ein anderer. Es war ein anderer. Wo ist er? Hab ich den? Nee, ne? Doch! Yes! Quasi beim Sterben. Yes! Hab ich ihn noch getötet. 11 zu 15. Wenn man jetzt übertriebene Sachen machen könnte jetzt hier, dann könnte man das auch schaffen, du. Dann könnte man das auch schaffen, du. Übrigens, als ich heute mein Spiel gestartet habe, war das Sichtfeld auf einmal wieder auf ganz klein gestellt. Warum ist das so? Ah, shit! Oh, den habe ich erst nicht gesehen. Ah, 16 schon. Der ist gleich durch. Der hat's gleich. Das Ding ist gleich vorbei. Außer! Oh, oh. Hammer. Da war aber noch einer. Nein! Oh. 13, 17. Das wird nix. Oh, das ist ja schön hier. Hab ich, glaube ich, noch nie gesehen. Oh. Oh, oh. Okay, jetzt mussten wir den Messer. Einfach, weil wir es konnten. Es tut mir leid. Ich wollte nicht sterben. Noch jemand mit einem Waffenrad. Oh Gott. Nein! Dritter. Das ist doch albern. Das ist doch total albern. So, jetzt machen wir noch eine Runde, weil die sonst zu kurz ist, die Folge. Es ist doch alles albern. Manchmal gibt's Tage, ne? Da läuft's nicht, wie es laufen sollte. Und warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir strengen uns jetzt ein bisschen mehr an. Guck mal, wir sind jetzt schon fast Level 40 im Prestige 1. Ist doch geil. Oh, hier, Warhawk. Warhawk. Die wird's, Leute. Die wird's hart werden. Ich könnte mal... Nee, das lassen wir jetzt lieber. Ach ja. Ja, wer den Livestream gesehen hat, der weiß, ich habe meine Gitarre wieder scharf gemacht. Das bedeutet, das wird bald wieder musikalisch werden. Ich weiß ja nicht, ich produziere ja gerade vor, ne? Vielleicht ist ja schon zwischendurch mal ein musikalisches Video erschienen. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nicht in die Vergangenheit schauen. Also von der Zukunft aus in die Vergangenheit. Weil jetzt gerade bin ich ja im echten Leben in der Gegenwart. Das Video kommt aber erst in der Zukunft und die Musik hätte ja schon in der zukünftigen Vergangenheit gekommen hätten sein können. Wenn man alles richtig gemacht hat. Wenn der Fluxkompensator richtig eingestellt war. Dann ist alles gut. Okay, können wir jetzt mal... Manchmal dauert das ein bisschen lange, ne? Und diesmal gewinne ich. Diesmal gewinne ich! So, los geht's. Ich muss einfach früher drücken hier. Noch 15 Sekunden. 15 Sekunden bis zum Anfang des Siegs. Bis zum Anfang der Siegesserie. Denn ich werde ab jetzt nur noch gewinnen. Okay, los geht's. Dann legen wir mal los, Ghost Trupp. Oh... Nein! Lad nach! Nein! Hat er schneller nachgeladen? Kann das sein? Nein! Alter! Okay. Ab jetzt gewinnen wir. Ab jetzt, okay? Yes! Ich sag noch, ne? Ich sag noch. Ihr glaubt mir immer nicht. What up? What up? What up? Slide to win, ne? Jetzt? Ja. Alter! Yeah! Boah, was ein König der Welt. Und jetzt die Ripper. Jetzt die Ripper. Und jetzt können wir von hier oben... Hä? Kann ich das Visier nicht? Doch. Können wir von hier oben einen holen vielleicht? Hallo, ich bin's. Camperfisch. Oh yeah. Da war noch einer, aber wir gehen jetzt wieder runter. Wir wollen nicht so lange campen. Campen ist scheiße. Campen gehört auf die Verbotsliste der NATO. Guten Tag. Kurze NATO-Überprüfung. Haben Sie in letzter Zeit gecampt? Was? Ob Sie gecampt haben in letzter Zeit? Verstehe, campen? Naja, ich war in Holland auf... Nein, ob Sie gecampt haben. Zum Beispiel bei COD oder Counter-Strike.
Also ich habe einen neuen Wohnwagen gekauft. Na, sieh schon wieder. Okay, jetzt, das nervt mich, weil jetzt wurde ich gemessert. Während ich diese lustige Geschichte erzählt habe mit dem Typen, der in Holland campen war, hat mich doch tatsächlich nicht einer gemessert. Das prangere ich an! Oh. Oh. Ist hier überhaupt jemand? Yes! Das hast du nun davon! Du Sau-Sack-Sau-Ratte! Schon wieder einer, der auf mich schießt? Nein! Oh, fuck! Jetzt muss ich auch noch nachladen und jetzt sterbe ich! Nein, 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 nein! Oh, okay, das musste jetzt sein. Weil sonst wäre ich eventuell gestorben und das geht nicht. Ich weiß, Messern ist irgendwie uncool. Aber manchmal muss man das tun. Um sich zu schützen. Vor Räubern und Dieben. Oh. Alter! Da wollte ich immer nosecopen. Wie steht es eigentlich? 5 zu 9. Das können wir noch holen. Was heißt, das können wir noch holen? Das werden wir noch holen. Da muss man so ein bisschen auch selbstsicherer werden. Da lief einer rein gerade. Oh, shit! Da ist er schon mit dem Raketenwerfer unterwegs. Und erfolgreich. Gegen mich. Oh. Slide to win. Hier war Action. Oh, shit. Er ist weg. Hallo, komm zurück. Oh, ich bin so schlecht. 5 zu 11. Okay, da müssen wir jetzt was reißen, du. Da müssen wir jetzt aber ordentlich was reißen, du. Hallo? Yes. Das ist schon mal gut. Und da ist jetzt noch einer, oder was? Yes. Okay. Alter! Weil ich sprinten wollte. Großer Fehler. Yes. Minigun Action. Hat dein Feind hier überlebt, der hier irgendwo war? Hier oben ist einer. Das war geil. Einfach schießen. Einfach erstmal schießen, dann fragen. Hallo, guten Tag. Haben Sie heute geöffnet? Ob Sie geöffnet haben? Hallo? Leben Sie noch? Warum sind Sie denn jetzt tot? Ach so, weil ich mit dem... Ach ja, das tut mir leid. Da war einer. Aber der war zu weit weg. Können wir hier irgendwas machen? Können wir hier... Yes! Nein! Oh, der Penner! Schießt einfach auf Verdacht nach unten und hat mich genatzt, ey. Yeah! Okay, 11-14. Es ist alles... durchaus machbar. 12-14? Wo denn? Wo denn? Oh, Leute. Es ist ein bisschen spannend. 12-15? Oh, oh. Yes? Oh, oh, Shotgun. Da ist einer. Yes! 14-15! Gute Waffe auch noch jetzt. Auf jeden Fall eine machbare Waffe jetzt. Ey! Oh, das war knapp. Das war knapp. Jetzt hier hoch. Shh. Da war... Hier unten ist einer. No Scope. Nein! Nein! Oh! 16-15! Okay. Shh. Yes! Okay. Der wollte mich natzen. Auf die Entfernung! Geht nicht. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Yes, nein! Ich hätte das Messer auch noch einsammeln können, sehe ich gerade. Wo denn? Nein, nein. 17, 16, 17, 16. Was? Den habe ich nicht gekriegt? Oh Gott, ist das spannend. Yeah! Woohoo! Ey, was ein Wurf! Guckt euch das nochmal an, bitte. Guckt euch das nochmal an, bitte. Pass auf. Rennt raus und zielt und tschu. Flash. Yeah. Oh, das nenne ich Finale. Das nenne ich Finale. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.